Ich wurde von riesigen Männern gejagt, die ganz in Schwarz gekleidet waren, und ich wusste genau, worauf sie aus waren. Ich rannte so schnell ich konnte durch die Lobby und betete, dass ich den Aufzug nicht verpassen würde. Wenn sie mich erwischten, war ich erledigt. Ich trug eine große Tasche, fast so groß wie mein Körper. Sie war so groß, dass ich kaum damit rennen konnte, aber ich hatte keine andere Wahl. Ich hatte meine Familie beschämt, und wenn ich es nicht so schnell wie möglich in Ordnung bringen würde, würde wer weiß, was mit mir passieren. Ich würde wahrscheinlich zu Staub werden. Als wir noch in Amerika waren, hatte ich etwas Schlimmes getan. Ich kam eines Tages von der Schule nach Hause, um meine Eltern auf der Couch sitzen zu sehen, umgeben von Fotos von mir. Alle von ihnen waren von mir und meinem Freund, oder sollte ich jetzt Ex-Freund sagen? Auf den Fotos küssten und umarmten wir uns, und eines von ihnen zeigte, wie ich sein Haus verließ. Aber das Gruseligste von allen war eins von uns zusammen im Bett, das aussah, als wäre es durchs Fenster gemacht worden, und ich war so wütend. Zum ersten Mal in meinem Leben fing ich an, meine Eltern anzuschreien und sie zu fragen, wie sie dir an diese Fotos gekommen waren. Du wirst es nicht glauben, aber sie haben einen Privatdetektiven $50.000 bezahlt, um jeden meiner Schritte zu verfolgen. Ich wusste, dass ich bestraft werden würde, weil meine Eltern so streng und traditionell sind, aber ich nahm einfach an, dass sie mir Hausarrest erteilen und mir das Taschengeld kürzen würden. Stattdessen haben sie die Dinge an die Spitze getrieben und angekündigt, dass wir nach Ägypten zurückkehren würden. Ja, das stimmt. Ägypten, das Land, aus dem wir herkommen. Außer, oh ja, ich habe dort nie gelebt. Ich sehe mich als Amerikanerin. Wir sind gleich nach meiner Geburt gegangen. Also fühlte sich der Gedanke, dort zu wohnen, für mich wie eine Katastrophe an. Ich sagte meinen Eltern, dass ich auf keinen Fall gehen würde, aber sie sagten, sie hätten die Tickets bereits gebucht. Ende der Diskussion. Sie sagten, ich benehme mich zu sehr wie ein amerikanisches Mädchen und sie bringen mich nach Hause, um mir beizubringen, wie man sich wirklich benimmt. Es fühlte sich an, als würde meine Welt untergehen. Als wir in Ägypten ankamen, war ich schockiert. Am ersten Tag, als wir dort ankamen, war es so heiß und ich zog meine Shorts und einen Top an. Ich war im Begriff, nach draußen zu gehen und die Umgebung zu erkunden, als meine Mutter mich packte und mir sagte, dass ich in dieser Kleidung nicht nach draußen gehen könnte. Dann gab sie mir einen langen Rock und ein langärmiges Oberteil und sagte mir, ich solle mich bedecken. Sie zwang mich sogar, einen Schal auf meinem Kopf zu tragen. Wir gingen raus, um Gemüse zu kaufen, und ich lächelte den Mann, der sie verkaufte, an. Und ich dachte, meine Mutter würde mich schlagen. Danach durfte ich nicht mehr nach draußen gehen, außer mit ihr. Alles, woran ich denken konnte, war, nach Amerika zurückzugehen und mit meinem Freund zusammen zu sein. Ägypten fühlte sich wie ein riesiges Gefängnis an, in dem ich für den Rest meines Lebens festsitzen würde. Und zu allem Überfluss trug ich ein gigantisches Geheimnis in mir. Weißt du, als meine Eltern mir sagten, dass wir Amerika verlassen würden, ließen sie mich nicht aus den Augen, aber dann gingen sie eines Abends aus und ließen mich allein zu Hause. Sobald sie weg waren, kam ein Freund vorbei. Ich wusste, dass es das letzte Mal sein würde, dass ich ihn sah. Also beschlossen wir, etwas Verrücktes zu tun und alles zu tun. Wir brauchten eine ganz besondere letzte Erinnerung aneinander. Die Sache ist die, wir haben vergessen, ein Kondom zu benutzen. Ich dachte, es wäre in Ordnung, aber nach 2 Monaten in Ägypten wurde mir klar, dass ich meine Periode nicht bekam. Jawohl, ich war schwanger. Und ich brauchte eine Abtreibung so schnell wie möglich, bevor meine Eltern es herausfanden. Es gab nur ein kleines Problem. Abtreibungen sind in Ägypten nicht legal. Aber ich habe es geschafft, online eine Klinik zu finden, die sie anbietet. Natürlich musste ich einen hohen Betrag bezahlen. Und woher sollte ich das Geld nehmen? Nun, ich stahl es von meinem Vater. Nur durfte ich nicht einmal mehr allein nach draußen, also beschloss ich, bis spät in die Nacht zu warten und mich hinauszuschleichen, nachdem meine Eltern ins Bett gegangen waren. Mein Plan scheiterte. Anscheinend traunten sie mir immer noch nicht und sie hatten Leute, die mich zu allen Tages- und Nachtzeiten beobachteten. Sobald ich das Haus verlassen hatte, hatte ich das Gefühl, dass mir jemand folgt. Und da fing ich an zu rennen. Die illegale Abtreibungsklinik war nicht weit weg. Also dachte ich, ich könnte versuchen, denjenigen loszuwerden, der mir folgte, und es trotzdem rechtzeitig zu meinem Termin dort schaffen. Das Gebäude, in das ich gehen musste, war gleich da vorne und ich war so nah dran. Aber plötzlich tauchten 3 Männer auf und ich rannte um mein Leben. Als ob es nicht schon gruselig genug wäre, wurde mir klar, dass sich diese Klinik in einem verlassenen Gebäude befindet. Ich schaffte es gerade noch rechtzeitig zum Aufzug. Ein alter Mann hielt die Tür offen, als ob er auf mich wartete, und ich sprang hinein, ohne auch nur 2-mal nachzudenken. Er sah ziemlich gruselig aus, aber nicht so gruselig wie die 3 schwarz gekleideten Männer, die mich verfolgt hatten. Einer von ihnen sah aus wie mein Onkel. Um ehrlich zu sein, würde es mich nicht überraschen, wenn es so wäre. So übel ist meine Familie. Die Klinik hatte mir gesagt, ich solle genug Zeug mitbringen, um ein paar Tage zu überstehen. Also hatte ich am Tag zuvor einen großen Beutel voller Kleidung und Essen eingepackt. Nun, da ich darüber nachdachte, hatten meine Eltern wahrscheinlich die Tasche gesehen und dachten, ich würde planen, wegzulaufen. Kein Wunder, dass sie Leute geschickt haben, um mir zu folgen. Wenn sie wüssten, dass ich auf dem Weg zu einer Abtreibung war, würden sie mich wahrscheinlich umbringen. Ich drückte auf den Knopf für den 7. Stock, nachdem sich die Türen geschlossen hatten, und versuchte, den gruseligen alten Mann hinter mir nicht anzusehen. Ich konnte seine Augen auf mir spüren, und als ich ihn über meine Schulter hinweg anschaute, grinste er. Ich wollte da wirklich raus. Ich hörte den Mann an etwas herumfummeln, und ich geriet in Panik und dachte, es sei ein Reißverschluss. Aber dann bemerkte ich, dass er an einem Seil in der Ecke des Aufzuges gezogen hatte, und plötzlich fiel ich auf den Boden und meine riesige Tasche fiel auf meinen Fuß. Der Aufzug ruckte und kam zum Stillstand, und dann flackerten die Lichter. In Panik begann ich, alle Knöpfe zu drücken. Aber es passierte nichts. Dann fühlte ich den Mann direkt hinter mir.
sein Atem auf meinem Hals und dann flüsterte er mir ins Ohr. Sieht aus, als würden wir nirgendwo hingehen. In diesem Moment wusste ich nicht, was schlimmer war. Von diesen drei Männern zurück zu meinen Eltern gebracht zu werden oder in diesem Aufzug mit jemandem festzusitzen, der ein Psychopath zu sein schien. Und warum klang die Stimme des Mannes so vertraut? Nun, ich hatte keine Wahl. Wir saßen fest. Ich versuchte zu schreien, aber es war sinnlos. Ich setzte mich in die Ecke und bedeckte mich mit meiner Tasche. Ich drückte mit meinem Bein gegen die Tür, um zu versuchen, sie zu öffnen, aber es half nicht. Es war jetzt stockdunkel und ich konnte spüren, wie der Mann auf mich zukam. »Fass mich nicht an!« schrie ich. Und dann lachte er. »Du kannst diese Abtreibung nicht wirklich bekommen, wenn ich dich nicht wenigstens anfassen darf, oder?« »Wovon sprach er? Woher wusste er, dass ich wegen einer Abtreibung hier bin?« Ich erstarrte und dann fing er an, in seine Tasche herumzuspielen. Und sagte, er hätte seine Instrumente hier, wenn wir es jetzt tun wollten. War er verrückt? Ich konnte fast den Glanz eines Messers erkennen. Und da fing ich an zu weinen. Was hatte ich mir dabei gedacht, eine fragwürdige, illegale Abtreibung zu buchen? Wenn ich lebend aus dem Aufzug steigen würde, würde ich das Baby einfach behalten und mit den Konsequenzen leben. Ich habe meine Meinung geändert, wimmerte ich. Ich fürchte, das ist nicht möglich, antwortete er. Mein Blut gefror mir in den Adern. Was meinte er damit? Er kam und setzte sich direkt vor mich und sagte mir, dass, wenn ich die Abtreibung nicht bekomme, er es meinen Eltern sagen würde. Und dann sagte er, wenn ich die Abtreibung bekomme, er es immer noch meinen Eltern sagen würde. Es sei denn, ich würde ihn heiraten. Oh mein Gott, er erpresste mich. Wie krank musste man sein, um so etwas zu tun? Bist du überhaupt ein richtiger Arzt? Fragte ich voller Angst vor seiner Antwort. Ich kann dich nicht anlügen, das wäre nicht fair. Nein, bin ich nicht. Aber als du angerufen hast, gefiel mir der Klang deiner Stimme und ich dachte, oh, sie wird eine sehr gute Frau sein. Also hier sind wir, oh. Und falls du dich fragst, ja, ich habe den Aufzug blockiert. Das gibt uns Zeit, uns besser kennenzulernen. Niemals in meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir vorstellen können, dass mir das passieren könnte. Das war schlimmer als ein Horrorfilm. Mein Leben war komplett verkorkst. 7 Tage saßen wir dort zusammen fest. Ich mache keine Witze. In den ersten 24 Stunden weigerte ich mich, mit dem Mann zu sprechen. Ich kauerte in der Ecke und benutzte meine Tasche als Decke. Er sprach ununterbrochen mit mir und erzählte mir von seinem kleinen Haus, in dem wir zu seinem Wohnen konnten, und seinen Lieblingsparks, in denen er spazieren ging. Ich vermisste meinen amerikanischen Freund so sehr. Ich hatte nicht mal mehr ein Handy bei mir. Meine Eltern hatten es mir als Teil meiner Strafe abgenommen. Glücklicherweise wurde mir gesagt, ich solle Essen mitbringen, sonst wäre ich verhungert. Ich konnte nicht glauben, dass er das alles geplant hatte. Niemals in 1 Million Jahre würde ich diesen ekelhaften Mann heiraten. In den nächsten Tagen, wenn die Sonne aufgegangen war, konnte ich den Mann deutlich sehen. Es leuchtete direkt durch den dünnen Spalt in der Tür und ich sah ihn an, während er schnarchte. Ich ekelte mich so. Er war so alt und behaart und nach ein paar Tagen roch er so schlecht. Ich versprühte immer wieder mein Parfüm, das ich mitgebracht hatte, aber selbst das verdeckte den Gestank nicht. Und nach ein paar Tagen mussten wir natürlich die Toilette benutzen. Wir hatten im Dunkeln in Flaschen gepinkelt und der Geruch von Urin war überall. Aber wenn es darum ging, groß zu machen, hielt ich es so lange, wie ich nur konnte, in mir. Ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass der Moment für uns beide nicht gekommen ist. Aber er ist gekommen. Keine Sorge, ich werde dir die scheußlichen Details ersparen. Ich dachte immer wieder, wie viele anderen unschuldigen Mädchen hatte dieser Mann das angetan. Nach 5 Tagen lang tat ich etwas, von dem ich nie gedacht hatte, dass ich es tun würde. Ich wartete darauf, dass der gruselige Mann einschlief und ich zog meine Jacke aus und versuchte, ihn damit zu erwürgen. Das war so dumm von mir, weil ich offensichtlich nicht stark genug war, es zu tun, und er dachte nur, dass ich versuchte, ihn anzumachen. Ich würde da drin sterben, ich wusste es. Er sprach immer wieder mit mir über die Wichtigkeit, sich wie eine echte Frau anzuziehen, sich zu verstecken, und fragte mich, welche Gerichte ich gerne kochen würde, und ehrlich gesagt konnte ich es nicht ertragen. Am 7. Tag, und ich wusste, dass es 7 Tage her ist, weil sich mein Haar wie Rattenschwänze anfühlte, so fettig war es, wandte sich der Mann an mich und sagte, ich glaube, du hast jetzt deine Lektion gelernt. Und ich weiß nicht, was er mit den Seilen auf der Rückseite des Aufzuges gemacht hat, aber plötzlich bewegten wir uns wieder und fuhren abwärts. Und da öffneten sich die Türen und ich war geblendet. So hell war es. Ich bedeckte meine Augen und musste fast herauskriechen. Ich konnte kaum laufen. Da standen meine Eltern, direkt vor mir, und sie grinsten. Und da dämmerte es mir. Sie hatten das getan. Sie haben die ganze Sache geplant. Ich hatte recht. Das hatten sie. Und bevor ich überhaupt etwas tun konnte, wie diesmal wirklich weglaufen, packten sie mich an den Arm und zerrten mich zum Auto. Ich blickte auf den alten Mann zurück und er winkte. Und dann sah ich ihn nie wieder. Im Auto drehte sich meine Mutter zu mir und sagte, das ist es, was man bekommt, wenn man sich von einem amerikanischen Jungen schwängern lässt. Jetzt, bevor wir dich nach Hause bringen, wirst du diese Abtreibung bekommen. Und wenn du dich nicht benimmst, wirst du diesen Mann wirklich heiraten. Oh, und du dachtest wirklich, wir wüssten nicht, was du vorhast? Wir beobachten jeden deiner Schritte. Denk dran. Danach konnte ich nicht mehr bei meinen Eltern bleiben. Ich wollte weder ihr Geld noch ihre Fürsorge. Also stahl ich eines Nachts ein teures Schmuckstück aus der Schublade meiner Mutter und kaufte ein Ticket zurück in die USA und floh.
Und nein, ich habe am Ende keine Abtreibung bekommen. Mein Freund wartete nämlich dort auf mich und er versprach, mich zu unterstützen und mit mir gemeinsam das Baby aufzuziehen. Was hältst du von meiner Geschichte? Bitte schreib deine Kommentare unten in die Box und vergiss nicht, dieses Video zu liken und den Kanal für weitere Geschichten zu abonnieren.